Steigen wir direkt ein. Forex-Markt Zeitzone. Da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, wann kann ich den Forex-Markt überhaupt handeln? Und dabei ist es ganz interessant, dass der Forex-Markt selber ein 24-Stunden-Handelsmarkt ist. Das heißt, der hat 5 Tage die Woche offen, eröffnet zugegebenermaßen am Sonntag in Neuseeland 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das geht dann durch bis Freitagabend 22 Uhr. Das heißt, Sie können, wenn Sie es denn wollten, in der Nacht 3 Uhr, 4 Uhr Orders absetzen und handeln. Ob das Sinn macht, schauen wir uns gleich an. Denn auch hier gibt es natürlich Handelsvolumina, die sich bewegen zu bestimmten Zeitzonen, aber generell ist es ein 24-Stunden-Markt und hier eben 24 Stunden am Tag handelbar und das 5 Tage die Woche. Das ist auch eine Einzigartigkeit, die dieser Markt hat, denn schauen Sie die Future-Märkte an, schauen Sie die Aktienmärkte an, den Zertifikathandel, da ist es im Endeffekt so, dass der Markt generell immer wieder Begrenzungen hat und dann arbeitet man auch hier vermehrt mit Kurslücken. Das heißt natürlich, von einem Handelsende bis zum nächsten Handelsstart können natürlich Ereignisse stattfinden, die für eine Preisveränderung sorgen, die aber sozusagen nicht abbildbar ist, weil eben dann hier keine Handelsspanne ist und dann gibt es die entsprechenden Gaps, also die Kurslücken am Aktienmarkt ja sehr geläufig. Und hier ist es aber dennoch so am Forex-Markt, trotz dessen, dass der Markt eben einen 24-Stunden-Handelsplatz hat, gilt es, die einzelnen Sessions zu beachten, also die einzelnen Handelssessions. Was sind das? Da sehen Sie unten jetzt schon so eine kleine Weltkarte eingeblendet. Es ist ein globaler Markt, ein Markt, der 24 Stunden am Tag handelt und insofern ist die ganze Welt daran beteiligt. Und das schauen wir jetzt mal im größeren Stil uns mal an. Da sehen Sie rechts beginnend hier im pazifisch-asiatischen Raum, Ozeanien, Neuseeland, Australien dazu. Da beginnt praktisch am Sonntagabend der Handel und der zieht sich sozusagen von rechts beginnend hier über den ganzen Globus durch. Und Sie sehen dann, dass es hier einzelne Handelssessions gibt. Da kommt dann auch noch Japan dazu. Hier in die dunkelgrünen Zonen, das sind die aktivsten Handelszeiten, wo praktisch auch am Forex-Markt der größte Handel stattfindet, also der Handel mit dem meisten Volumen. Und da sieht man, dass im Prinzip zum European Opening, zur Londoner Opening und zum New York Opening hier in diesen grünen Phasen praktisch der aktivste Handel stattfindet. Und auch, und das ist eigentlich ein Glücksgriff für uns als Händler, wir leben hier in Deutschland sozusagen mittendrin in einem zentralen Bereich und können hier jederzeit aktiv an einer Marktbewegung teilnehmen, die sehr, sehr hohe Volumina aufweist und eben auch hier sehr, sehr hohe Volatilität. Das, wie gesagt, mal hier zum Forex-Markt im 24-Stunden-Blick. 24-Stunden-Handel, wunderbar, aber generell mal darauf achten, dass es hier die Handelssessions gibt, wo man eben auch speziell aktiv werden sollte. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den wichtigsten Handelszeiten nochmal im konkreten Überblick. Sie sehen hier mal exemplarisch die klassischen Börsen, sage ich mal, dargestellt in ihren Zonen, sehen Sie Tokio, Europa, London, Frankfurt und dann links auch noch New York, das überlappt sich eben ein Stück weit und das sind aber einfach Blöcke, die sich hier mehr oder weniger abgrenzen und auch immer wieder ein Stück weit für sich aktiv sind. Hier jetzt mal der Forex-Markt von seinen Darstellungszeiten, es geht ineinander über, die einzelnen Handelssessions bilden eben hier einen 24-Stunden-Markt ab und es geht praktisch von einem Marktplatz zum nächsten, obgleich hier New York, Europa, also speziell New Yorker und Londoner Session die aktivsten Zeiträume sind. Hier das Ganze nochmal aufgebröselt in einem Slide, der hier sozusagen das Ganze nochmal speziell darstellt in die Zeiten. Wir haben praktisch, wenn man die Zeitzone betrachtet, einen asiatischen Handel, einen europäischen Londoner Handel und den US-Handel. Und hier sehen Sie im Prinzip, wie sich das gestaltet. Natürlich macht es Sinn oder es sind vorrangig auch aufgrund konjunktureller Nachrichten die Währungen Australdollar, Neuseelanddollar und der japanische Yen, die natürlich hier beginnend ab 23 Uhr bis zum Morgengrauen, Schrägstrich in der Nacht eben hier mit Konjunkturdaten aufwarten. Das heißt, es ist natürlich gang und gäbe, dass da in der Nacht 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 4.30 Uhr hier Meldungen über den Ticker kommen, die insbesondere den Yen stark beeinflussen, aber auch den australischen Dollar oder Neuseelanddollar. Das heißt, wenn man sich speziell auf die ozeanischen Währungen richtet und eben auf die asiatischen, da muss man durchaus die Nachtsession im Blick haben. Ja, und der chinesische Yuan, der da hinten mit Fragezeichen versehen ist, ist sicherlich ein Punkt, der, ich meine doch, durchaus früher oder später noch dazu stoßen wird. Sprich, der chinesische Yuan wird meines Erachtens auch frei fungibel mittelfristig wohl werden und dann auch hier einen großen Stellenplatz am internationalen Handel einnehmen. Man darf gespannt sein, wie der asiatische Bereich sich hierbei darstellen wird. Denn aktuell ist die Londoner und Europa Session hier eine Session von 8 Uhr bis 18 Uhr rund, wo die Masse der FX-Trades stattfindet. 40% aller Trades werden hier abgehandelt und das ist natürlich doch schon für uns perfekt, das Zeitfenster zum Handeln im Endeffekt. Aber auch hier natürlich die Tatsache,
dass das der aktuelle Stand ist. Wer weiß, wie es in 10 Jahren aussieht, aber aktuell, wie gesagt, sind es 40% der Trades. Kommt die USA noch dazu, da laufen dann 25% aller FX-Trades noch dazu. Und dann haben wir praktisch hier die Primetime mit der höchsten Volatilität von 14 bis 17 Uhr. Auch 14 Uhr, Sie wissen es, 14:30 US-amerikanischer Markt, Non-Farm Payrolls, gewisse Arbeitsmarktdaten oder eben auch Konjunkturmeldungen diversen Art kommen ja in den USA immer 14:30 oder 16 Uhr, 15:45. Das sind natürlich Meldungen, die hier sozusagen den Markt immer beeinflussen und auch Einfluss auf jede einzelne Währung ausüben. Ab 18 Uhr dann aber nimmt die Volatilität dann sichtlich ab. Das heißt, die Range, die Schwankungsbreite der Währungen geht sichtlich zurück. Und das heißt, hier sollte man, wenn man denn hier, sage ich mal, nicht mehr so aktiv intraday handelt, dann seine Handelsbücher auch langsam schließen. Es gibt Ausnahmen am Mittwoch noch, zumeist abends 20 Uhr die US-Fed-Notenbank-Sitzung. Da sind auch immer mal Bewegungen möglich, aber rein generell ab 18 Uhr spätestens ist ein Volatilitätsrückgang zu verzeichnen. Schauen wir uns kurz mal noch Einflussfaktoren für die Währungen an. Ich sagte es schon nebenbei, dass hier Wirtschaftskennzahlen natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Also eine Währung spiegelt ja mehr oder weniger eine Aktie eines Landes wider, also den Zustand des Landes. Und insofern sind die Wirtschaftskennzahlen, Bruttoinlandsprodukt, Inflationsdaten natürlich sehr, sehr interessant. Zentralpolitische Ausrichtungen sind natürlich auch ein großes Thema, die Einfluss auf die Weltwährungen haben. Sie wissen, dass da seit einiger Zeit der Währungskrieg benannt wird, beziehungsweise die Währungen an sich sich in einer Art Abwertungswettlauf befinden. Das ist eine recht prekäre Situation und die Zentralbanken haben unlängst ja auch immer wieder Einfluss ausgeübt am Markt, also interveniert, wie es so schön heißt. Und das ist natürlich eine Situation, die den kleinen Trader oder den klassischen Trader oder auch die institutionellen Trader jetzt sicherlich bewerten müssen und berücksichtigen müssen. Also die Eingriffe der Zentralbanken sind stärker geworden. Dennoch, eine Zentralbank wird den Forex-Markt als solchen nie komplett beeinflussen können. Das muss man auch wissen. Dafür ist er eben viel zu groß. Wir sehen uns das im Nachgang noch an. Politische Rahmenbedingungen, ganz klar. Sie können sehen, das sind alles Gegebenheiten, die hier den Forex-Markt mehr oder weniger in Wallung halten. Generell Angebot, Nachfrage, also der Zuspruch einer Währung, der Abspruch, das sind hier ganz genau die Punkte, die auch hier Währungen beeinflussen. Carry Trades schauen wir uns zum Ende hin nochmal an, was das genau ist. Letztlich hat das hier auch mit einer Risikoaffinität der globalen Investoren zu tun. Das aber zum Ende des Vortrags sicherlich ein spannender Punkt. Kommen wir jetzt mal zum Währungspaar. Wenn ich die ganze Zeit von Währungen spreche, dann haben wir natürlich die großen Währungen, Euro, Dollar, Yen, Franken, keine Frage. Aber am Forex-Markt werden Währungspaare gehandelt. Das heißt, Beispiel geben für jeden einen Begriff Euro, US-Dollar. Euro gegenüber dem US-Dollar ausgeschrieben. Und hier ist es jetzt so praktisch, dass man das ein Stück weit trennen muss, um was es hier eigentlich geht. Die erste Währung, die vorne steht, das ist generell bei jedem Währungspaar so, ist praktisch die Basiswährung, deren Wert immer 1 ist. Also um die dreht sich jetzt erstmal. Vorne die Währung ist die Basiswährung und die zweite Währung ist die Zielwährung zur Transaktion, praktisch der Wert der ersten Währung in der zweiten Währung. Das heißt zu Deutsch, Euro US-Dollar 1,10 bedeutet, 1 Euro hat den Wert von einem 1,10 US-Dollar. Das ist das ganze Geheimnis. Die Währungspaare so entsprechend aufgebaut und hier sieht man praktisch immer wieder den Wert der Währung, also den Wert der Basiswährung in der Zielwährung. Das Ganze am Forex-Markt natürlich auch interessant, dass Sie hier, je nachdem, wie man auf eine Währung zu sprechen ist, sich hier long positionieren kann. Das heißt, man setzt in dem Währungspaar auf steigende Preise, Long Trade für steigende Preise. Dann setzt man beim Euro-US-Dollar zum Beispiel darauf, dass der Euro an Wert gewinnt gegenüber dem US-Dollar. Umgekehrt, ein Short Trade ist hier entsprechend die Intention, dass Sie hier auf einen fallenden Euro gegenüber dem US-Dollar setzen. Das heißt, Sie haben hier beide Möglichkeiten, am Währungsmarkt im Sinne der Spekulation zu agieren, um praktisch auf einen steigenden oder fallenden, auf eine Aufwertung oder Abwertung eines Währungspaares zu spekulieren. Und Währungspaare gibt es natürlich nicht nur den Euro-US-Dollar, sondern es gibt noch viele, viele andere. Wir schauen uns hier mal die Major Pairs an. Sie sehen hier interessanterweise die Währungspaare aufgeführt, die hier am gängigsten gehandelt werden. Und was fällt Ihnen auf, wenn Sie sich diese Währungspaare anschauen? Beziehungsweise hier oben haben wir den US-Dollar als solchen. Aber wenn Sie hier nach unten gehen, was fällt Ihnen auf? Jedes Währungspaar ist hier in US-Dollar, beziehungsweise entweder der US-Dollar die Basiswährung oder der US-Dollar die Zielwährung. Das heißt, der US-Dollar hat natürlich hier auch seinen massiven Einfluss in den Währungspaaren. Dennoch kann man generell sagen, wir haben es mit 8 Major-Währungen zu tun. Also Sie sehen hier die Währungspaare und auch deren Bezeichnungen in Händlerkreisen, sprich Euro-US-Dollar
nennt man Euro, British Pfund, US-Dollar, Cable, US-Dollar, Schweizer Franken, Swissie. Sie können es hier sehen. Das sind praktisch die Händlerbezeichnungen, wenn es im Handelsraum zur Sache geht und man sagt eben Loonie Long, dann meint man den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar zum Beispiel Long. Aber generell hier eben zu sehen, die großen Währungen. Und da haben wir im Prinzip 8 Stück an der Zahl. Und das sind praktisch die Währungen, die auch den globalen Zeitzonenfokus abdecken. Ja? Wenn Sie sich an die Zeitkarte von vorhin erinnern, von rechts beginnend, links durch, sehen Sie sehr schön oder haben Sie gesehen, dass hier natürlich die einzelnen Währungsräume hier ineinander übergehen. Und das sind praktisch hier die Major-Währungspaare, die hier dann mit ihren Bezeichnungen auch so daherkommen. Wichtig ist, dass wir hier die 8 Major-Währungen haben. Und die 8 Major-Währungspaare, das sind die am meisten gehandelten Währungspaare. Gerade wenn Sie im Forex-Markt einsteigen, macht es durchaus Sinn, sich auch erstmal mit diesen großen Paaren zu beschäftigen, weil diese eben die sind mit den geringsten Handelsspannen zwischen Bid und Ask, also An- und Verkaufspreis. Dennoch hier auch ganz wichtig, dass es sich bei diesen Währungspaaren sozusagen auch um eine Erfassung des globalen Markthandels. Und da muss man im Prinzip nicht exotischer werden. Dennoch gibt es natürlich Währungspaare darüber hinaus, sogenannte Cross-Rates. Und da haben wir auch zum Beispiel hier das britische Pfund in den Euro gegenüber dem britischen Pfund hier als The Beast und Channel auch bezeichnet. Aber es gibt auch dann noch weiterführende Paare, Euro-Yen, Euro-Kanadisch-Dollar, Sie sehen es, etc. etc. Es gibt etliche Währungspaare, also Währungen, die im Sinne des Währungsprozesses oder des Währungstausches hier entsprechend berechnet werden. Aber die eingangs gezeigten Major-Währungen sind eben die, um die es sich dreht, im Fokus. Und die üben mehr oder weniger auch ihren Einfluss auf andere Währungen aus. Denn es gibt hier auch den Cross-Rate-Effekt. Und das zeige ich Ihnen mal, was das jetzt ist, was das auf sich hat. Beispielsweise der Euro-US-Dollar steigt, sprich der Euro wertet gegenüber dem US-Dollar auf. Der US-Dollar-Yen hingegen als Währungspaar bleibt gleich. Die große Preisfrage, wie wirkt sich das auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen aus? Denn es wirkt sich auf diesen aus. Denn, und wir sehen hier, in dieser Konstellation wertet Euro-Yen automatisch indirekt schon aufgrund seines Cross-Rate-Effekts, den es eben gibt, wenn man hier die Major-Währungspaare betrachtet und darauf ableiten die Cross-Rates. Und da gibt es einen Cross-Rate-Effekt, der sich eben direkt auswirkt auf die Cross-Rate-Währungspaare. Es ist dennoch so, dass die Währungspaare natürlich maßgeblich auch aufgrund ihrer Zielwährung beeinflusst werden, aber es ist dennoch so, dass es hier den unterschwelligen Cross-Rate-Effekt gibt, den man einfach mal kennen sollte. Grundsätzlich kommen wir jetzt hier mal zu dem Handel am Forex-Markt, also sprich, wenn Sie jetzt einzelne Währungen im Fokus haben und Währungspaare handeln wollen, dann gibt es hier mal die Top 28. Auf die 8 Major-Währungspaare bezogen, die ich Ihnen gerade zeigte, ist es so, dass das praktisch hier der Handelsschwerpunkt eines Forex-Händlers ist oder sein sollte, neben dem, dass man als Einsteiger durchaus sich den 8 Grundwährungspaaren zuwenden sollte, kann man, wenn man den Markt sozusagen global abfassen möchte, sich hier diesen Währungspaaren zuwidmen. Und da sehen Sie, dass hier die Major-Währungspaare dabei sind und auch diverse Cross-Rates, die alle miteinander verzahnt sind und sozusagen den Globus abdecken. Und diese Währungspaare bilden, wie gesagt, den Markt an sich. Es gibt natürlich auch exotischere Währungen wie US-Dollar gegenüber mexikanischer Pesos etc. oder Euro-Türkisch Lira, keine Frage. Aber das sind die Währungen, worum es im Schwerpunkt geht und die sich gegeneinander beeinflussen. Und ein FX-Trader handelt eben hier die einzelnen Währungen gegeneinander und infolge der Währungspaare, die Sie hier sehen, decken Sie im Prinzip den Gesamtmarkt ab. Gut. Interessant für den Handel und darum ist es auch so, jetzt sehen Sie gerade die Währungspaare gerade eben nochmal dargestellt in einer gewissen Übersicht, ist es eben hier, dass es, wenn Sie Währungen handeln, vom Grundgedanken her immer eine starke Währung gegenüber eine schwache stellen. Wenn das passiert, dann gibt es entsprechende Aufwärtsbewegung oder wenn eine Währung entsprechend abwertet, entsprechende Abwärtsbewegung. Also ein FX-Trader handelt Währung und hierbei im Idealfall die starke gegen die schwache. Da gibt es am meisten Bewegung und das sollte man auf jeden Fall im Fokus haben. Wie man die Währung im Einzelnen handeln kann, dazu zeige ich am Freitagabend was zum Thema Rainbow Trading. Das ist eine Momentumstrategie, also eine Strategie, die auf einen Prozess einer Aufwertung mit aufspringt, um sozusagen einen Trendimpuls einzufangen. Das 19:30 bis 21 Uhr am Freitag. Da schalten Sie ruhig mal ein. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Da wird es darum gehen, wie man hier solche Trendbewegungen einzelner Währungen, / Währungspaare eben gut erhaschen kann. Was sehr wichtig ist und fundamental für den Forex-Markt aus meiner Sicht auch, Sie sehen hier die 28 Währungen im Momentum oder hier nochmal ein Stück weit übersichtlicher, ist eben, dass Sie nicht
wie weltweit am globalen Aktienmarkt, zum Beispiel in Deutschland an der Börse Frankfurt, sind 450.000 Wertpapiere gelistet. Ja, wenn man sich da einen Überblick verschaffen will, viel Spaß. Natürlich gibt es den DAX 30, den Eurostoxx 50 und dergleichen. Aber wenn man sich hier in der Breite aufstellen will, kann man den Markt kaum erfassen. Hingegen hier am Forex-Markt mit diesen 28 Währungspaaren haben Sie den globalen Markt im Blick. Und das, denke ich, ist eine relativ übersichtliche relativ übersichtlicher Ansatz, um sich einem Markt zuzuwenden, um diesen auch zu covern und zu traden. Das heißt, Sie haben hier wirklich einen sehr begrenzten Bereich. Eingangs die 8 Major-Währungspaare, die wir vorhin gesehen haben, und dann im Weiteren eben hier diese 28 Paare. Und damit haben Sie im Prinzip alles, was man denn haben will zum Handel. Gut, wenn man vom Handel spricht, dann geht es natürlich um die Währungen und Währungspaare, die wir gerade hatten. Aber vielleicht haben Sie auch schon von Erscheinungen wie Lot, Mini-Lot, Micro-Lot gehört. Darauf will ich jetzt mal eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Womit hängt das zusammen? Also am Forex-Markt ist es üblich, in Ein-Lot-Einheiten zu handeln, oder besser gesagt, im 100K, das sind 100.000 der jeweiligen Zielwährung. Also ein Lot ist zum Beispiel, oder sind zum Beispiel 100.000 US-Dollar. Das ist eine relativ gängige Größe, weil Sie sehen auch hier weiter unten, man handelt ja im Prinzip nach Kommastellen bei den Währungspaaren. Und der Lot oder das Lot ist im Prinzip die gängigste Größe, um am Forex-Markt aktiv zu sein. Das heißt, mit einem Lot bewegen Sie 100.000 Einheiten, 100.000 Euro, 100.000 US-Dollar, je nachdem, in welcher Währung Ihr Account läuft. Grundsätzlich Währung läuft und welches Währungspaar Sie auch wiederum handeln. Ein Lot, wie gesagt, 100.000. Es gibt die Möglichkeit, und das ist auch eine sehr, sehr schöne Finesse am Forex-Markt, im Sinne des Risikomanagements ist es natürlich zweckmäßig, je nach Kontogröße entsprechende Volumina zu handeln. Und es macht wenig Sinn, mit einem übersichtlichen Konto hier so weit in den Markt einzusteigen, dass Sie 5 oder 10 Lots handeln, um am Markt praktisch partizipieren zu können. Ist es auch möglich, mit kleineren Kontogrößen diese Standard-Lot, so heißt sie, auch zu unterteilen. Die meisten Broker bieten das mittlerweile an. Das heißt, Sie können auch hier den Mini-Lot handeln, das sind dann nur 10.000 Einheiten, oder sogar den Micro-Lot, da haben Sie es mit 1.000 Einheiten zu tun. Also hier überschaubare Handelsgrößen, um auch das richtige Money- und Risk-Management anzuwenden, um hier nicht Gefahr zu laufen, überhebelt, überkapitalisiert hier in den Währungsmarkt einzusteigen. Die einzelnen Lots, wie gesagt, wichtig, Mini-Lot, Micro-Lot, Lot, einfach mal wissen, das sind die Handelseinheiten. Und dies wiederum wirkt sich natürlich entsprechend auf den Währungshandel auf, wenn Sie hier den Markt bewegen oder long oder short traden. Die Begrifflichkeit Pips steht praktisch für Punkte am Währungsmarkt, für die Bewegung, für die Nachkommastellen. Und üblicherweise handeln Sie bei den klassischen Währungspaaren in US-Dollar die vierte Nachkommastelle, die heißt Pip. Das ist der Pip, der eine Punkt. Und wenn es von 1,10 auf 1,1150 zum Beispiel geht, dann hat sich Euro-US-Dollar beispielsweise 150 Pips bewegt. Bei Yen-Pairs oder auch ungarischer Fonds, also bei exotischeren Pairs, gibt es dann praktisch hier auch aufgrund natürlich der Währungen hier praktisch die dreistelligen Ziffern. Da ist es dann so, dass der Pip die zweite Nachkommastelle ist. Hier Beispiel Euro-Yen zum Beispiel 125 auf 126,50 wären dann auch 150 Pips. Kleine Unterscheidung, dass, wie gesagt, wenn Sie sich die Währungspaare mal anschauen, relativ schnell zu erfassen, welche Währungspaare die vierte Nachkommastelle als Pip haben und welche die zweite. Das aber, wie gesagt, als Unterscheidung einfach, was es da so gibt. Und hier unten, ganz interessant, gibt es nämlich noch das 1/10-Pip, sozusagen die Pipette. Wie bei der Tankstelle, Sie kennen es, gibt es ja praktisch noch so eine kleine extra Ziffer. Und das ist beim Forex-Markt dann sozusagen die fünfte Nachkommastelle. Ja, die gibt es. Die gab es früher auch nicht bei jedem Broker. Das heißt, es war auch sehr eingeschränkt, da eine gewisse Transparenz zu erzeugen. Aber diese fünfte Nachkommastelle ist ganz entscheidend. Warum? Das schauen wir uns gleich an. Denn hier wird praktisch auch natürlich ein Handel vollzogen und in der fünften Nachkommastelle, spielt sich sogar auch in der sechsten ab, ist es aber wichtig zu wissen, wo sich das Ganze bewegt. Zu den Lots und Pips generell noch eine Bewegung. Klassischerweise am Forex-Markt wird als Big Figure bezeichnet, wenn sie denn 100 Pips macht. Und 100 Pips ist schon eine exorbitante Bewegung. Wenn man zum Beispiel eben einen Lot handelt und das Ganze bewegt sich 100 Pips, da geht es richtig zur Sache im Account. Und das schauen wir uns gleich im Nachgang auch nochmal an. Jetzt will ich aber kurz mal auf die fünfte Nachkommastelle eingehen. Das ist praktisch diese hier eben, die fünfte Nachkommastelle. Ja. Die früher nicht bei jedem Broker zu sehen war, mittlerweile taucht sie aber doch auf. Und da wird es ganz wichtig oder ist ganz interessant, dass es hier natürlich um eine Preisfixierung geht, die Sie auch sehen und auch sehen sollten als Händler. Wir als JFD Brokers, ich sagte es eingangs, wir bieten Ihnen den direkten Marktzugang zum Interbankenmarkt, was zur Folge hat, dass Sie hier auf der fünften Nachkommastelle praktisch
den Unterschied zwischen Bid und Ask sehen, also die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis. Und Sie sehen, wenn man nur 4 Kommastellen hätte, dann würde der Preis praktisch gleich aussehen. Aufgrund der 5. Nachkommastelle sehen Sie die kleine Differenz. Am Beispiel 0,3 Pips ist praktisch hier die Handelsspanne, die Handelsgebühr, die praktisch entsteht, wenn Sie sozusagen das Währungspaar Long oder Short traden, ist es genau die Handelsspanne, die Sie hier haben. In der London und New York Session bewegen wir uns aktuell zwischen 0,2 und 0,3 Pips. Das heißt, der Interbankenmarkt gibt diese Preise durch. Vorm Schweizer Frankencrash letztes Jahr im Januar waren wir hier sogar in der Region 0,1. Während der aktiven Londoner New Yorker Session. Erinnern Sie sich an die Eingangsfolie, da finden praktisch die aktiven Handelsgeschäfte statt. Londoner Session, New Yorker Session, und da ist es so, dass hier die Pips, wie gesagt, in dieser Spanne unterwegs sind, oder besser gesagt auch die Pipette, und das eben 0, Pips sind. Darauf gibt es übrigens auch noch einen Spezialvortrag am Sonntag, wie Sie mit den Core Spreads, Raw Spreads eigentlich tatsächlich am Devisenmarkt einen Vorteil für sich erzielen, beziehungsweise am Devisenmarkt auch dadurch eine bessere Performance erreichen, wenn Sie mit fairen und realen Core und Raw Spreads handeln. Das hat einen massiven Einfluss auf Ihre Handelsgeschäfte, sicherlich nicht kurzfristig, aber wenn Sie am Markt mehrere Jahre aktiv sind, dann wirkt sich das enorm aus, ob Sie eben hier zum Beispiel 0, Pips als Spread haben oder ob Sie tatsächlich hier im 1-2 PIP-Bereich unterwegs sind. Das wirkt sich langfristig enorm aus. Dazu, wie gesagt, am Wochenende mehr. Was wir hier haben, ist so, dass ich Ihnen mal einen Screenshot von einem anderen Broker reingesetzt habe, älterer Natur. Sie sehen, hier fehlt die 5. Kommastelle. Ja, die ist nicht da. Und dann haben wir es hier mit einem Spread zugegebenerweise älterer Zeit, aber mit einem Spread von ganzen 3 PIPs zu tun. Und mit Verlaub, das ist fast schon unverschämt.